So, hi, hier ist der Kelvin und wie ihr seht, ich stehe hier ziemlich im Dunkeln und das liegt daran, weil ich euch einen Lichtformer vorstellen will, eine LED-Videolampe, ein Videolicht und die seht ihr jetzt hier und mit dieser Videolampe werden wir jetzt mal hier ein bisschen Licht reinbringen, wir machen mal ein klein wenig mehr, ja, und dann seht ihr schon, wow, und die ist noch nicht mal voll aufgedreht, also jetzt ist sie voll aufgedreht und ihr seht, da steckt einiges an Power drin. Damit ihr diese Lampe mal seht, wie das Modell heißt, das ist CN126 und wenn ihr genau das bei Google eingebt, dann kommt ihr genau zu dieser Lampe. Die kostet etwa 50 Euro und mit dieser Lampe könnt ihr eben immer dann fotografieren, wenn ihr wenig Licht habt. Und die ist wirklich toll, also mich haut das Ding um, weil es kostet nur 50 Euro. Ich zeige euch jetzt mal, wie das in der Praxis aussieht. Dazu schalte ich jetzt mal die Lampe an. Und werde die, hier seht ihr, auf meine Kamera quasi hier oben drauf anbringen. Und dann haben wir Licht auf der Tanja, unser heutiges Modell. Als Hintergrund habe ich jetzt einen Sunbounce gewählt. Ja, das seht ihr hier, weil es ein toller Hintergrund ist. Und ich werde jetzt einfach mal ein Bild machen. Ich hoffe, Kinn ein bisschen hoch, den rechten Ohrring müsste ich noch ein bisschen sehen und die Haare noch ein bisschen nach hinten. Dass wir die Reflexion haben. Es ist halt erstmal ein sehr hartes Licht, ne? Das muss bewusst sein. Und ihr seht jetzt das Bild eingeblendet, das ist noch ein klein wenig zu hell, wie ihr seht. Ich fotografiere hier im manuellen Modus, ich könnte natürlich jetzt auch mit Blendenautomatik oder sonst was fotografieren, aber ich hätte es gern hier selbst in der Hand und deswegen fotografiere ich jetzt manuell. Machen wir nochmal einen Schuss, Kinn ein bisschen runter. Genau. Und Feuer. Jetzt gefällt mir das schon besser, aber was mir hier nicht gefällt, die rechte Seite ist nur etwas zu hell und die linke Seite nur etwas zu dunkel. Und hier ist schon so ein bisschen der Nachteil von dem Ganzen. Ich habe jetzt im Moment das Licht direkt auf dem Blitz und jetzt muss ich halt meine Position auch passend wählen. Also ich schaue mal, dass ich das Licht jetzt mehr hinter sie bringe. Dazu muss ich meine Position hier ganz leicht verändern und man sieht, ist es wirklich nur ein klein wenig, ja, dann wandert das Licht hier auf dem Hintergrund. Jetzt gehen wir mal in diesen Bereich hier und jetzt sollte das eigentlich gepasst haben. Genau. Und dann haben wir hier jetzt so das fertige Bild. Machen wir nochmal 2, 3. Ich sage euch auch gleich die Kameraeinstellungen. So. Ich fotografiere jetzt hier gerade mit einer Blende von 1,8. Mit einer Belichtungszeit von einem Hundertstel und mit ISO 500. Beim Weißabgleich habe ich auf 4800 Kelvin erhöht. Und wenn ihr mit einer Blende 1,8 fotografiert, müsst ihr ganz klar aufpassen, dass ihr nicht zu sehr wackelt vor und zurück, sonst wird das Bild unscharf. Eine weitere Möglichkeit, die es noch gibt, und das zeige ich euch jetzt mal in Videoform, ist, wenn ihr so eine Isoporplatte, so eine Styroporplatte mit ins Spiel bringt, da könnt ihr dann quasi indirekt ausleuchten. Wenn ihr seht, direkt sieht man auch am Kinnschatten, ist es dann doch schon ein sehr, sehr hartes Licht. Aber wenn ihr jetzt indirekt geht, das heißt, ich nehme die Isoporplatte und bringe das Licht jetzt indirekt und dann seht ihr schon, dass es eine weichere Ausleuchtung wird. Achtet mal auf den Kinnschatten jetzt. Also so mit dem weichen Licht und so seht ihr das harte Licht. Und da seht ihr auch schon den Unterschied zwischen einem harten Licht und einem, ja, nennen wir es mal eher ein weicheres Licht. So würde das dann später aussehen. Und dann mache ich jetzt auch noch 2, 3 Bilder, aber da brauche ich noch eine weitere helfende Hand. Und in dem Fall brauche ich eine weitere helfende Hand vom Gabor. Das ist die Videoleuchte. Hier seht ihr sie nochmal. Die ist wirklich praktisch. Die könnt ihr auch im Dunkeln mit rausnehmen. Die gibt wirklich viel, viel Power. Und das Tolle ist auch wirklich, ihr könnt hier an der Seite, habt einen Regler und könnt wirklich hier auch ein bisschen mit der Power spielen, je nachdem, wie viel ihr haben wollt. Also, da hinten seht ihr, da sind noch Akkus drin. Da ist auch noch so eine orangefarbene Scheibe, das was so an eine Leaf-Folie erinnert. Das Ding wird nicht heiß, es ist eigentlich perfekt. Okay? Das wollte ich euch einfach mal zeigen. In diesem Sinne, bis dann.